Hallo liebe ChemikerInnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit den Transferzugängen und wir stellen sie euch weiter vor. Heute haben wir mit Hilzner und Oke gesprochen und in der Halbzeitpause geht es um dieses Sticker und was es damit genau auf sich hat, das seht ihr dann. Habt ihr euch schon gut eingelebt in die Mannschaft? Wie wurdet ihr so aufgenommen? Ja, ich bin als der Jüngste hierher gekommen, mit weil es ja Finn, der neue Zugang, schon noch einen Monat jünger als ich, aber mich trotzdem herzlich empfangen, fühle mich auch wohl und ja, mehr gibt es glaube ich nichts zu sagen. Ja, ich bin glaube ich kein Mensch, der irgendwie schwer Anschluss findet, dadurch ist mir eigentlich ganz leicht gefallen, bin jetzt auch kein allzu junger Spieler mehr, habe wie gesagt schon ein bisschen was gesehen und da konnte man sich auch schon gut austauschen, einige Spieler mit Yannick Mehde oder so hat man ja auch in seiner Laufbahn schon mal getroffen, gegeneinander gespielt oder auch hier in Leipzig, wie gesagt, ich komme ja trotzdem in Sommer- und Wintermonaten hier in Leipzig und dann hat man ja irgendwie mal trotzdem so dieselben Hotspots in Leipzig, wo man sich auch dann mal sieht, mit Dennis Mast habe ich in Halle schon zusammengespielt. Und ich glaube, aber trotzdem hat es die Mannschaft jedem, auch der anderen neuen Spieler, wenn ich das so mitbekommen habe, super leicht gemacht. Und ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie irgendeiner groß Probleme hatte. Also das ist schon auch vom Trainerteam sehr, 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 sehr entspannt alles. Ihr beide hattet eure fußballerischen Anfangsstationen hier in Leipzig gehabt. Fühlt es sich so ein bisschen nach Hause kommen an, wieder bei dem Leipziger Verein zu spielen? Ja, ich muss sagen, ich komme eigentlich aus Halle. Ich bin da auch aufgewachsen, ich war halt eine kurze Zeit, ja, 4 Jahre halt hier in Leipzig und hat mir eigentlich auch sehr gefallen, aber im Endeffekt ist meine ganze Familie in Halle, aber hier in Leipzig fühle ich mich trotzdem noch wohl. Ja, für mich auf jeden Fall, also ich war jetzt seit 2009, sage ich mal, in der Fußballwelt ein bisschen unterwegs, war nur in den Sommer- und Winterpausen hier in Leipzig, meine Familie war aber trotzdem noch weiterhin hier, mein ganzer Freundeskreis aus Schulzeit ist auch noch hier gewesen und also für mich fühlt es sich auf jeden Fall wie nach Hause kommen an. Es ist einfach ein herzliches Willkommen gewesen, auch vom ganzen Verein, von den Mitspielern und den Fans. Und ja, dadurch, dass ich hier auch schon gespielt habe, macht es das Ganze natürlich noch viel leichter, ja. Wenn ihr das erzählen möchtet, könnt ihr vielleicht mal ein bisschen verraten, wie denn der Kontakt zur Chemie zustande kommt? Also wer hat denn den ersten Schritt gemacht? Ja, bei mir war es relativ einfach, es war schon relativ früh da mit Uwe Thomas. Der Kontakt da, dadurch, dass ich auch in einer jetzt nicht so tollen Lage war mit meinem Kreuzbandriss und noch kein Mannschaftstraining hatte, war ich mehr oder weniger froh über das Interesse, dass da überhaupt für mich die Möglichkeit bestand. War lange Zeit noch vielleicht der Weg in die dritte Liga nochmal, stand im Raum, aber ich habe mich einfach mit dieser Gesamtsituation hier wieder zurück nach Leipzig zu kommen und dann halt auch einfach mein zweites Standbein neben dem Fußball aufzubauen, habe ich mich so viel wohler gefühlt vom Kopf her und so viel besser mit der Entscheidung, dass ich dann gar nicht lange überlegen musste und dann hier halt das Ding unterschrieben habe. Bei mir war es eigentlich glücklicher Zufall, weil Co-Trainer mich noch von früher kannte aus Leipzig, weil ich ja hier die Aufnahmeprüfung gemacht habe für die Sportschule. Und von daher kannte er mich noch und hat mich dann halt hier eingeladen zum Testspiel gegen VfL. Und dann kam das eine zum anderen. Die Saison läuft ja schon so ein kleines bisschen. Was ist denn irgendwie so euer Ziel? Das Ziel ist erstmal richtig in die Mannschaft reinzukommen. Das ist halt meine erste Männerstation, wie gesagt. Und halt die ersten Spielminuten zu sammeln, das ist halt mein erstes Ziel. Halt immer mehr reinzukommen und ich denke, das andere entwickelt sich dann mit der Arbeit. Ja, für mich persönlich erstmal wieder richtig fit zu werden. Also ich bin immer noch nicht bei 100%, was man glaube ich auch sieht. Das fehlt auch noch ein bisschen. Ich bin jetzt erst seit 3-4 Wochen wirklich im vollen Mannschaftstraining. Habe jetzt zwar schon ein paar Spielzeiten bekommen, aber das ist auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial. Also für mich persönlich auf jeden Fall wieder richtig fit zu werden und damit der Mannschaft dann auch helfen zu können. Intern in der Mannschaft hoffe ich, dass ich da vielleicht einfach mit meiner Erfahrung ein bisschen was die Jungspieler gerade mitnehmen kann, die vielleicht ein bisschen an die Hand nehmen kann und denen das auch leichter machen kann, wie zum Beispiel ihnen den Schritt in den Herrenbereich. Und ja, ich glaube, als Mannschaftsziel ist es dann, so viele Punkte wie möglich zu haben und auch trotzdem so viel Spaß wie möglich, gerade jetzt die Heimspiele zu genießen oder halt auch wie gestern Abend so ein Spiel. Das ist, glaube ich, einzigartig, trotzdem in der Regionalliga so eine Kulisse irgendwie auf einem Mittwochabend vorzufinden, das einfach dann zu genießen. Ja. Was würdet ihr denn sagen, was sind eure Stärken und woran würdet ihr gerne noch arbeiten?
Stärken sehe ich für mich im Abschluss, in der Körperlichkeit eigentlich so, im 1 gegen 1 im Offensivspiel. Ich glaube, ausbaufähig, wenn man jetzt meine alten Trainer fragt, ist immer noch das Defensivspiel. Aber da kann man, glaube ich, immer noch besser werden oder dran arbeiten, gerade als Offensivspieler. Aber im Grunde würde ich das so sagen. Ich würde von mir aus sagen, dass meine Stärken halt mein Dribbling ist, meine Beweglichkeit im Allgemeinen und halt auch meine Schnelligkeit. Ja, und ausbaufähig ist halt jetzt körperlich mitzuhalten. Und was würdet ihr denn sagen, wenn ihr irgendwie mal so ein bisschen zurückblickt, was war so das Spiel, was euch bisher am meisten geprägt hat oder was euch am meisten in Erinnerung geblieben ist in eurer bisherigen Karriere? Bei mir sind es, das Bundesliga-Debüt ist, glaube ich, bei mir auf R1, das ist, da kann man nicht drum herum reden, das ist, glaube ich, der Traum, wofür man die ganze Zeit drauf hingearbeitet hat und wofür man irgendwie seine ganze Jugend hat liegen lassen. Das ist auf jeden Fall auf Platz 1, aber es gibt auf jeden Fall auch noch 2, 3 andere Highlights, wenn ich da an die DFB-Pokal erste Runde mit Rostock gegen Hertha denke, was da im Stadion los war die Woche rund um das Spiel und was wir dort abgeliefert haben, das war schon Wahnsinn. Ansonsten auch Nationalmannschaftsspiele, die ersten, wo man eingeladen wurde, das war auch was ganz, ganz Besonderes. Also da gibt es, glaube ich, schon einige, aber das Bundesliga-Debüt steht auf jeden Fall ganz oben. Bei mir war es halt, ich hatte letzte Saison in der Jugend schon bei den Profis ab und zu mitgespielt und durfte halt auch im Testspiel gegen Erfurt ran. Das war eigentlich mit das Highlight aus meiner Karriere und sonst halt jetzt der erste Schritt im Männerbereich. Was auch nichts Schlechtes, aber sonst gab es eigentlich noch nicht so viel. Kommt vielleicht noch alles. Ich würde sagen, du hast ja auch noch ein bisschen Zeit. Wenn ihr nicht auf dem Fußballplatz steht, was macht ihr sonst so gerne? Das Problem bei mir ist gerade, dass ich hier in der Wohnung noch kein WLAN habe, weil ich sehr gerne zocke. Welches Spiel? Ich glaube, da gibt es viele. Aber ich würde sagen, mit FIFA habe ich abgeschlossen. Sonst würde ich sagen, Rainbow Six Siege, wenn ich mal kennt. Aber ja, ich zocke sehr gerne. Sieht bei mir ein bisschen anders aus. Ich bin jetzt vor knappen mehr als 11 Monaten Vater geworden. Das nimmt natürlich sehr viel für schöne Zeit in Anspruch, aber war erstmal eine Umstellung. Da geht natürlich viel Kraft, Zeit und Liebe rein. Und ansonsten, wie ich vorhin schon angesprochen habe, versuche ich mir jetzt gerade so mein zweites Standbein mit einem sehr guten Kollegen, mit dem ich hier damals angefangen habe, bei Sachsen Leipzig Fußball zu spielen, was aufzubauen und werde mich da jetzt fortbilden, sodass ich dann in den nächsten 2 bis 3 Jahren meinen Finanzfachwirt habe und dort dann quasi irgendwann den nahtlosen Übergang, sollten die Knie mich nicht mehr tragen, nach dem Fußball dann habe. Ja. Wer ist denn der Lustigste der Mannschaft? Boah, da gibt's viele. Also, da gibt's wirklich viele. Ich sag mal 2, 3. Also ich finde Wendo sehr, sehr witzig. Masti, mit dem habe ich auch eine sehr spezielle Art zu kommunizieren. Das ist, finde ich, auch sehr, 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 sehr lustig. Und Harry auch auf seine Art, weil er halt einfach so verpeilt ist, muss ich schon sagen. Ja, Manu eigentlich auch. Also bei mir sind es viele. Ich kann irgendwie mit jedem lachen und ja. Ich würde sagen, Brückmann. Ja. Sorry, das vergessen. Ja, durch den macht man auch sich eigentlich viele Feinde. Okay. Massi würde ich noch sagen. Sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Nee. Findest du nicht? Ja, es gibt viele, aber. Guck mal nach rechts. Hä? Guck mal nach rechts. Ja, Hilse. Wollte schon sagen. Ein herzliches Hallo auch aus der Statistikecke, die sich aus der verlängerten Sommerpause zurückmeldet. Tja, niemand will sie eigentlich, es gibt sie aber trotzdem überall. Wir reden nicht über Silberfische, nein, es geht aus aktuellem Anlass um Zweitvertretung in der Regionalliga Nordost und den anderen Regionalligen. Ja, in der Regionalliga Nordost hatten wir eigentlich lange Ruhe, abgesehen von Hertha 2, nachdem die Dosen ihre zweite Mannschaft im Jahr 2017 zum Glück abgemeldet hatten. Jetzt hat es eben Hansa 2 geschafft, aufzusteigen. In den anderen Regionalligen tummeln sich noch mehr zweite Mannschaften, allesamt alles andere als Publikumsmagnet. Es verirren sich meist nur wenige hundert Zuschauer in die Amateurstadien. Keine Mannschaft schafft einen Schnitt von über 1000.
Zum Vergleich ganz kurz zu den Heimspielen der BSG kamen in der abgelaufenen Saison etwas mehr als 4.100 Leute ins Stadion. Das sind genauso viel wie die 12 Zweitvertretungen aus der Regionalliga Südwest, Bayern und Nord zusammengeschafft haben. Im Übrigen ist der Klassenunterschied zwischen der ersten und zweiten Mannschaft nirgendwo so gering wie bei Hansa, wo die erste bekanntlich in der dritten Liga spielt. Und wer hier schmerzlich den TSV Jeddelo 2 aus der Regionalliga Nord vermisst, dem sei gesagt, dass es sich dabei um die erste Mannschaft aus dem Ort Jeddelo 2 handelt. Und es soll auch nochmal kurz um unsere heimstarke BSG gehen. Seit dem 10. Februar, also etwas mehr als einem halben Jahr zu Hause, ungeschlagen. Seitdem in 8 Spielen 4-mal gewonnen und 4 unentschieden, nur 4 Gegentore bei 13 eigenen Treffern. Und in der abgelaufenen Saison in 17 Spielen mit 8 Siegen, 7 Unentschieden und 2 Niederlagen beim Torverhältnis von 31:16. Und am Sonnabend mal wieder eine wunderbare Choreografie auf dem Norddamm, die ihr hier schön nachschauen könnt im Zeitraffer. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften seit 1991, damals gab es ein 1:1, Torschütze für die BSG Hans-Jörg Leitzke. Und es fing gut an, Florian Brückmann probiert es hier mal aus fast 50 Metern und erzielt um ein Haar das 1:0, er unter der Woche mit 2 schönen Vorlagen gegen Rot-Weiß Erfurt. Bei hochsommerlichen Temperaturen im Leutscher Holz die Chemiker auf Heimspielpunktejagd nach der 2:4 Niederlage. Weyer stand für Surek erstmals in der Startelf, die erste Änderung im vierten Spiel. Und auch die nächste Chance resultierte aus einem Standard. Brückmann bringt den Ball rein und Harand macht das dann in der Strafraumkante geschickt, holt einen Freistoß raus in der 16. Minute. Aus 18 Metern trat Alexander Buri an und der nagelt das Ding, aber sowas von unten rein. Der Torhüter hat den Ball wohl erst wieder im Netz gesehen. Klasse Treffer, lässt er sich zu Recht beglückwünschen. 1:0 für die BSG. In der 39. Minute dann das nächste Highlight. Jäppel setzt sich hier klasse durch gegen 2 und brettert das Ding ins kurze Eck oben rein. Einer flach, einer unter das Dach, wie die Leipziger Zeitung titelte. Und schon war der verdiente 2:0 Halbzeitstand perfekt. Leute, heute für diesen Spieltag gibt es ein kleines Halbzeit-Quiz. Wir stellen den Personen 2 Fragen. Zu gewinnen gibt es einen Sticker-Pack und einen Schlüsselbund von unserer BSG Chemie Leipzig. Wir sind gespannt. Unser Neuzugang, der Hilsner, der war ja schon in England aktiv. Und wisst ihr auch, bei welchen Vereinen er gespielt hat? Bei A, Coventry City, FC Fulham oder C, Norwich City? A. Richtig, sehr gut. Genau. Und dann noch eine Frage, unser Neuzugang, der Open. Er ist der jüngste Spieler. Und wie alt ist denn der? A, 17, B, 18 oder C, 19 Jahre alt? 18. Das ist auch richtig. Ja, gut. Kannst du uns 2 Neuzugänge nennen bei dieser Saison? Wim Kastul und Josef Dogan. Sehr gut. Open ist ja auch ein neuer Spieler von uns. Ja. Und hast du eine Idee, wie alt er ist? A, 17, B, 18 oder C, 19? Dann sage ich B, 18. Das ist auch richtig. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Super. Habe ich ja Glück gehabt. Hallo. Danke. Hallo. Ich bin auch stolz auf mich. Ich auch. Danke. Der gleiche, der Hilsner, ja? Der hat in England ja schon gekickt. Und bei welchem Verein denn? A, bei Coventry City, B, beim FC Fulham oder C, bei Norwich City? Ich würde sagen, bei Coventry. Das ist auch richtig. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Hey! Ja, dann sage ich einmal Dankeschön und wünsche noch alles Gute da. Vierte! Unsere Fans sorgten auch mal wieder für einen neuen Rekord. 2340 verkaufte Dauerkarten. So viel wie noch nie.
In der zweiten Halbzeit zog sich Chemie etwas zurück, konzentrierte sich aufs Verteidigen, sodass sich Bellot auch mal wieder auszeichnen konnte, nachdem er in der Anfangsphase der ersten Halbzeit schon einmal stark im 1 gegen 1 klärte. Chancen gab es auf beiden Seiten. Hier sehen wir Alexander Buri, der alles richtig machen will und das Ding dann aber verdaddelt. Schade, beinahe hätte es zum Doppelpack gereicht. Es war übrigens so heiß, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen PET-Flaschen mit ins Stadion nehmen konnten. Hier dann nochmal ein schönes Zusammenspiel zwischen Jäpel und Hilsner. Jäpel hat das eigentlich auf dem Fuß, verzögert nochmal und dann klärt der Verteidiger Dennis Mast mit dem Nachschuss und auch der wird pariert vom Torhüter. Und in der nächsten Torraumszene hat Chemie dann Glück, dass nicht der Anschlusstreffer fällt. Das hätte es eigentlich sein müssen. Doch das Ding geht oben drüber, den Norddamm freut's. Und zum Schluss dann nochmal ein blitzsauberer Konter. Florian Brückmann erobert den Ball, leitet damit einen Traumpass auf Hilsner ein. Hilsner steckt durch für Elias Oke und der um ein Haar mit seinem Pflichtspiel-Debüttreffer. So blieb's beim 2:0. Verdienter Sieg für unsere Chemiker. Einen 2-0-Sieg. Du hast ein Tor gemacht, so, du mutierst jetzt gerade zur Torjägermaschine, oder? Mit einem Tor? Naja. Das war ich noch nie. Außer in einer Saison in der Oberliga, da habe ich glaube ich mal 12 oder so gemacht. Aber freut mich. Ich glaube, zur Torjägermaschine wäre ich in meinen relativ alten Tagen jetzt nicht mehr. Aber ja, wir wechseln uns ja immer mal ab mit den Freistößen. So, heute war ich mal dran, da hat es halt geklappt. Schöner Zufall für mich. Aber ja, freut mich und natürlich freue mich die 3 Punkte. Jetzt hast du schon gesagt, ja, dass du in deinem Alter nicht mehr Torjägermaschine wirst. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du bist heute 90 Minuten bei dieser Hitze hier durchgerannt. Also dann bist du doch noch ein junger Hüpfer. Ja, aber also wenn ich ehrlich bin, habe ich in der ersten Halbzeit schon ordentlich gekeucht. Also ich merke das schon auf jeden Fall. Ich schleppe mich dann auch schon. Ich fighte dann natürlich, versuche die Wege trotzdem zu machen, die Räume eng zu machen. Aber es tut trotzdem mehr weh als noch vor, keine Ahnung, vor 10 Jahren oder so. Also ich merke das schon. Aber macht man ja gerne hier, ne? Das ist erstmal sehr schön. Man schaut ja auch immer gerne zu beim Spielen. Und nächste Woche geht es ja dann nach Cottbus zum Meister des letzten Jahres. Und was hast du dir da so, was hat sich die Mannschaft da so vorgenommen? Na, wir sind ja schon Meister, Besieger, Besieger. Also wollen wir jetzt auch Meister, Besieger auch noch werden. Wir haben in Cottbus, glaube ich, jetzt nicht immer so viel gerissen. Letztes Jahr waren wir irgendwie schon nah dran, fand ich. Da haben wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Und ja, wieso nicht? Ich glaube, jetzt so überkrass sind die jetzt auch nicht gestartet. Die müssen sich auch irgendwie gefühlt noch so ein bisschen finden. Von daher, ja, schönes Stadion. Der Platz ist immer gut dort. Ich denke, relativ volle Hütte wird sein. Einfach Bock haben auf das Spiel und dann Fußball spielen und mal schauen, was bei rumkommt. Vielleicht nehmen wir diesmal einen Punkt oder vielleicht sogar 3 mit. Also reißen wir gemeinsam die Hütte ein da. Ja, das machen wir ja sowieso überall in jedem Stadion, also diesmal auf jeden Fall auch wieder, ja. Heute also jetzt erstmal so eine Frage, so prinzipiell zum Spielalltag. Wenn du aufstehst und es einfach schon so heiß ist, hast du dann überhaupt Bock zu spielen? Ich glaube, dann wären wir alle falsch, wenn wir keinen Bock hätten auf Fußball. Aber bei dem Wetter ist es natürlich schon schwieriger, muss ich die Kräfte ein bisschen einteilen. Aber Bock hat man prinzipiell, glaube ich, immer. Sehr schön. Wie kommst du jetzt so langsam wieder rein? Du hast uns ja erzählt, dass du Schwierigkeiten hattest, vor allem eben wegen deiner Verletzung auch. Aber man sieht schon, dass du immer mehr zunimmst und auch mehr Spielzeit, würde ich sagen, gewinnst. Und fühlst du dich auch besser jetzt so im Gesamtbild? Ja, also ich glaube, es von Woche zu Woche. Trainingswochen sind gut. Ist auch gerade das Wetter hilft natürlich auch, dass die Conny ein bisschen noch schneller zurückkommt. Ich fühle mich besser, umso mehr Minuten ich jetzt kriege. Ich denke, in ein paar Wochen ist auch wieder Pokal, da werde ich auch noch wieder ein paar mehr Minuten sammeln können und dann mal schauen, dass es irgendwann dann auch für die Startelf reicht. Aber ich merke schon in den Abläufen, die werden flüssiger, es kommt wieder so ein bisschen eine Routine rein und das ist auf jeden Fall der Fall, ja. Und nächste Woche jetzt nach Cottbus. Denkst du, wir können da was mitnehmen? Ich denke, wir können überall was mitnehmen. Also hast ja in Erfurt gesehen, die sind ja auch
oder wollen ja auch oben mitspielen. Wie wir die dort in der ersten Halbzeit kontrolliert haben, uns leider nicht über 90 Minuten, auch durch ein paar unglückliche Schiedsrichterentscheidungen dann am Ende, glaube ich. Aber ich glaube, wir können jede Mannschaft in dieser Liga besiegen und gerade ärgern. Und das nehmen wir uns auf jeden Fall für Cottbus vor.